Am 01.01.2021 habt ihr mit mir zusammen die 100 Abonnentenmarke geknackt. Oh, Wilma, Wilma ist wieder heiß. Es gibt ja andere Warmduscher, die gehen ja schon mal 20 Grad unter der Bettdecke. Ich hoffe nur, dass wir hier nicht so eine postapokalyptische Phase abbekommen werden. Leute! Guten Tag, Leute! Ne, wie sag ich denn immer? Schon wieder alles vergessen, ey. Weihnachten vorbei. Guten Tag, Leute! Willkommen in 2021. Es war die ganze Zeit schön. Ich setz mich drauf, es fängt an zu pissen. Was ist das schon wieder für ein verkacktes Jahr? Gleich eins aufs Maul. Also, fängt ja schon genauso beschissen an, wie es aufgehört hat. Natürlich auch noch in Jeanshose unterwegs, weil ich dachte, okay, 10 Grad. Man sieht es, da hinten ist noch ein bisschen Sonnenlicht zu sehen. Und wenn ich jetzt hier rechts Richtung Ruhrpott gucke, nur noch Schrottwetter wieder. Egal, ich wollte mein erstes Video für euch und für mich in dem neuen Jahr nicht mit einem Schraubervideo anfangen, sondern, so wie es sich gehört, auf der Straße. Und selbst wenn ich mit dem Fahrrad gefahren wäre... Oh, das macht schon direkt wieder Laune, ey. Ich bin gerade mal... Ich hab das vermisst. Bin jetzt bestimmt 2 Wochen nicht gefahren. Drei. Wann bin ich das letzte Mal Motorrad gefahren? Der Freitag vor Heiligabend, da bin ich das letzte Mal Motorrad gefahren. Bin ich nämlich noch mit zur Arbeit gefahren. War zwar ein bisschen frisch, aber egal. Es musste sein. War für mich einfach ein perfekter Abschluss. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Weihnachten gut überstanden. Und Silvester und Neujahr natürlich auch. Habt mit euren Familien ein schönes Fest gehabt, so gut es eben möglich war. Also ich für meinen Teil hatte doch gute Weihnachten, also gute Feiertage im Allgemeinen. Was mir wirklich gefehlt hat, war Silvester, das Böllern. Ich weiß, viele sagen ja schon lange, Böller sollte verboten werden wegen Tiere und allem drum dran. Da kann ich auch irgendwo verstehen. Ich bin aber jemand, ich muss irgendwo mein Böllerchen anzünden, also zumindest meine Rakete Was hast du gesagt gerade? Ja, zu Silvester. Irgendwie fehlt mir da was. Da, so dieser ganze Tag, der ganze Übergang, das war einfach nur, als wenn du dich jetzt irgendwo hinsetzt, trinkst was, oh jo, 0 Uhr, okay, trinkst nochmal ein und dann gehst du schlafen. So nach dem Motto war das dieses Jahr, mehr oder weniger. Und mir hat richtig was gefehlt. Da hat einfach was gefehlt. Ich habe auch gesagt, lass auf jeden Fall rausgehen, es wird bestimmt irgendwo einer böllern und wir haben im Internet keine bestellt. Da ärgere ich mich so dermaßen drüber, weil es gab ja die Möglichkeit im Vorfeld im Internet Raketen zu bestellen. Das wird mir nicht nochmal passieren, bin ich ganz ehrlich. Aber bei uns im Ort, da waren doch 2-3 Leute, die haben so viele schöne Raketen geknallt und auch anscheinend auch irgendwie schön verkabelt, damit die anzünden, weil das sah schon fast professionell aus. Das war richtig schön, also wenigstens... Dass man, ich habe zwar nicht selber Raketen in die Luft geschossen, aber ich konnte mir das schön angucken. Und womit ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte, dass doch, na, viele Raketen waren es nicht, oder es waren nicht viele, die geknallt haben, aber es waren doch schon der ein oder andere und ein bisschen konnte man doch dann sich so silvestermäßig fühlen. Aber mir hat das schon gefehlt. Oh, Wilma, Wilma ist wieder heiß! Also, ich freue mich auf YouTube-Ebene zumindest auf dieses Jahr. Habe ich schon fast vergessen. Am 01.01.2021 habt ihr mit mir zusammen die 100 Abonnentenmarke geknackt. Vielen Dank dafür, Leute. Ich finde das schon irgendwo erstaunlich, dass doch... Meine 100 Leute sind irgendwo auch nicht viel. Aber ich finde das doch schon Erfolg, dass es Leute gibt, die mich abonnieren, um meine Videos zu schauen. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir zusammen weiter wachsen werden. Da werde ich mir in Zukunft mal was überlegen. Vielleicht irgendwie ein kleines Präsent mal verlosen oder irgendwie sowas in der Art. Jetzt nichts Großartiges. Ich habe zum Beispiel von einem Abonnenten von mir gehört, der gar nicht so weit weg von mir wohnt. Der hat die Nikolaus-Aktion verpasst. Ich denke mal, du weißt jetzt, dass ich dich meine. Und für dich werde ich mir... Auf jeden Fall, du wirst die nächste Aktion auf gar keinen Fall verpassen. Habe ich dir ja schon versprochen.
Mal sehen, was da noch kommt. Ist das so viel? So, das hatte ich jetzt auch noch irgendwie auf der Zunge liegen, und zwar Terrazzo hier im Rheinberg. Die Leute, die bei mir in der Umgebung wohnen, kennen das Ding sicherlich. Das ist so ein kleiner Zoo für Reptilien. Und die haben einen Spendenaufruf gestartet. Und heute habe ich auch gesehen, die haben wohl schon über 30.000 Euro an Spenden eingenommen. Finde ich super klasse, weil ich bin sowieso Reptilienfreund und ich hatte früher auch Schlangen. Ja, das Schönste fand ich meine Kornnattern. Die waren echt super. Aber die waren frech. Ist ja egal. Und was ich am Terrazzo natürlich geil finde, oh, der hat genickt. Ich glaube, der meinte, ich würde ihn meinen. Aber dabei habe ich einfach nur mit euch gestikuliert. Egal. Da kann man auch so Foto-Walks mitmachen nach Feierabend. Ich war da schon mal drin. Da war ich aber noch ein Knirps. Da war ich noch echt klein. Und ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Und ich hab von meiner Frau sogar, ich glaube, zu meinem Geburtstag war das, einen Gutschein für den Terrazzo bekommen, Eintritt. Und ich möchte auf jeden Fall nochmal hin. Also Leute, so wie ich auch, wenn jemand einen Euro übrig hat, ich blende das mal ein, dann spendet doch mal bitte dahin. Es muss auch nicht viel sein, Hauptsache die Tiere kriegen was zu futtern und die müssen nicht den Laden schließen deswegen. Oh, jetzt juckt mir die Nase. Boah, das macht jetzt wieder, es sind 10 Grad ungefähr und es ist überhaupt nicht kalt. Ich könnte jetzt schon wieder dieses Winterfutter aus meiner Sommerjacke rausholen. Ich habe nämlich noch einen Pullover drunter. Gut, ich fahre jetzt hier sowieso nur Stadttouren. Da würde ich jetzt natürlich zur Arbeit fahren, also auf der Autobahn. Dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen frischer, aber ich habe ja noch mehrere Jacken. Aber das ist irgendwie jetzt so gerade meine Lieblingsjacke. Und ich friere kein bisschen. Spendenaktion. Das wollte ich einfach nur mal erwähnt haben. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr irgendwann mal, wovon ich jetzt nicht ausgehen werde, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, mal ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen in der ganzen verfickten Corona-Krise. Denn so langsam geht das jeden Einzelnen auf den Sack. Jetzt reicht! Ja, aber so groß will ich da jetzt auch gar nicht drauf eingehen. So, damit zu diesem Thema. Warte, ich hatte noch was. Ich hab's schon wieder vergessen. Also ich bin aus der Nachtschicht, ich bin gerade eben erst aufgestanden und wir haben jetzt ja 4 Uhr und meine Frau sagte, ich hatte mir vorgenommen, dieses Video jetzt zu machen. Heute ist Mittwoch, ja, also wenn das Video online kommt, wird es wahrscheinlich Wochenende sein oder auf jeden Fall ein, zwei Tage später, weil ich das heute nicht mehr schaffe, vor der Arbeit dann noch alles zu bearbeiten. Ja, sie sagte auch, ja, ist trocken und dann fahr doch direkt und ich gehe raus, es fängt an zu regnen. Aber jetzt ist direkt wieder trocken, es waren wirklich nur so ein paar Tropfen, die runtergekommen sind und es ist auch nicht kalt, also für mich ist es nicht kalt, es gibt ja andere Warmduscher, die gehen ja schon mal 20 Grad unter der Bettdecke. mit meinem Eisenschwein geht es auch weiter und zwar habe ich mir jetzt noch, ja das war schon dieses Jahr, habe ich mir noch die fehlenden Front- und Heckfender geholt, auch in der passenden Farbe wie der Tank, in diesem Schwarz-Metallic. Ich habe für den Service, sprich Öl und so einen ganzen Kram und Dichtungen, habe ich schon alles da. Jetzt ist es eigentlich nur noch Arbeitsstunden, die ich investieren muss, vorerst. Sprich, der Vergaser muss raus, der muss sauber gemacht werden. Und dann habt ihr ja gesehen, dass auf der linken Seite, wo die Lichtmaschine sitzt, Öl runterläuft. Dafür habe ich mir Dichtung auch organisiert. Ja, Öl ist da, Ölfilter ist da, was habe ich noch? Ah ja, haufenweise Bremsenreiniger habe ich mir bei Bolo bestellt, weil Baumärkte haben ja zu, kannst ja nirgendwo jetzt Bremsenreiniger kaufen, aber war doch auch gar nicht so teuer. Also sprich, habe ich alles da, muss eigentlich nur noch jetzt Arbeit investieren, hat bis jetzt aber noch nicht so ganz geklappt und ich wollte eigentlich, ich nehme ja sowieso alles auf Video, was ich da mache und ne, verpack das irgendwie dann in Videos. Ich wollte aber einfach das erste Video dieses Jahr zur Begrüßung auf der Straße machen und deswegen hat sich das ein bisschen hinausgezögert jetzt oder wird sich das auch noch hinauszögern mit den anderen Videos, aufgrund, da ich jetzt sowieso Nachtschicht habe und dann Spätschicht, da ist halt ein bisschen blöd. Das meiste schaffe ich wirklich, wenn ich Frühschicht oder Wochenende habe oder wenn ich frei habe. Ja gut, ist halt so, ne? Aber es läuft nicht weg und was mich natürlich schon gefreut hat, dass der Motor mehr oder weniger schon mal an war. Ihr habt es gesehen in dem Video. Oh, ich könnte jetzt schon wieder ballern. Weiß, ist er das? Aber das ist zu kalt für die Reifen. Da würde ich mich direkt aufs Gesicht packen. Ja, doch hat sich direkt gelohnt aufzustehen, Klamotten anzuziehen und Helm auf. Ich habe mir im Vorfeld natürlich schon alles vorbereitet für den Videodreh.
Ich hatte eigentlich noch mehr kurze Themen im Kopf. Ja, die Hälfte habe ich aber jetzt schon wieder vergessen. Ist dann einfach so. Egal. Egal. Was mir richtig fehlt, ist mein Club, Leute. Nochmal für die Generation, die das alles noch nicht kennt, also für die Jüngeren unter euch. Ich habe ja schon mal erzählt, ne, ich bin im Motorradclub drin und auch in einem ziemlich großen in Deutschland. Und das letzte Jahr hat ja nicht nur privat bei mir so richtig reingehauen, sondern natürlich auch durch die ganzen Verbote, durch Corona-Mist, gab es keine Clubausfahrten, keine Partys, kein Zusammensein mit seinen Leuten. Und da geht mir so langsam so richtig auf die Eier. Ich will einfach wieder den Rucksack packen, Zelt oder Plane rein und mit meinen Jungs eine Ausfahrt machen, um sich irgendwo hinzupflanzen, um zu saufen. Ja, im Grunde genommen ist es das ja. Oh Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das nervt. Echt, ne? Du hast da wirklich eine riesengroße Gemeinschaft. Da wird so ein Strich durch die Rechnung gemacht, durch die Scheiße, die aktuell abgeht hier. Ja, und ich befürchte auch, dass es da dieses Jahr keine Verbesserung geben wird. Auch wenn ich natürlich Hoffnung habe, habe ich auch vorhin schon gesagt. Aber, es wird ja alles immer noch mehr verschärft. Also ich habe mir natürlich für dieses Jahr auch ein paar Sachen vorgenommen. Ich werde jetzt keine großartige Liste aufzählen, so, weil nachher klappt das ein oder andere nicht und dann ist vielleicht der ein oder andere darüber enttäuscht. Habt ihr gestern mitgekriegt, für die Harley-Fraktion unter euch wurden ja neue Harley-Modelle vorgestellt. Also im Grunde genommen nur ein Update der vorhandenen Modelle, die noch übrig geblieben sind in Deutschland und EU. Die ganze Street- und Sportster-Modellreihe ist ja weg. Ja, auf jeden Fall, dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall auch wieder Harley Probe fahren. Wenn da wirklich bei der Street Bob Soft, also bei den ganzen Software-Reihen ein anderer Motor verbaut ist, dann will ich den natürlich fahren, Leute. Und ich möchte auch mal eine große Harley fahren, also hier mit Schirm vorne dran und all so ein Kram. Da bin ich mal gespannt, wie sich so ein, also entweder so eine E-Glide oder irgendwie sowas in der Art. Ja, und was letztes Jahr noch nicht geklappt hat, war ein Modell von Indian Probe zu fahren. Also da muss ich schon mal ehrlich sagen, wenn ich bei Harley Davidson eine Probefahrt online quasi angefragt habe, die haben teilweise am gleichen Tag noch zurückgerufen. Also hier mein Dealer in der Nähe ist Thunderbike. Und das ging ratzefatz. So, ich habe das gleiche bei Indian gemacht. Und nach 3 oder 4 Wochen bekomme ich eine E-Mail, bitte rufen Sie doch da und da an. Und da dachte ich mir, Leute, was ist das denn bitte für ein Kundenservice? Das wirkt in vielen Fällen abschreckend. Dafür, dass ihr ja der älteste Motorradhersteller seid, Indien, da schwächelt ihr aber extrem. Also da war auf jeden Fall meine erste Auffassung von Indien. Und ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, ich kann da anrufen und fertig ist, ne? Aber der direkte Vergleich zu Harley, also da muss ich schon sagen, ja, da musste ich doch noch ein bisschen was tun. So, vielleicht war das jetzt Zufall, wegen auch der aktuellen Lage oder was weiß ich, aber Thunderbike oder Harley schafft es ja auch. Jetzt langsam wird es mir kalt an der Hose, an den Beinen, an den Knie. Sind ja auch nur 10 Grad und jetzt bin ich auch ein bisschen zügiger gefahren. Keine Ahnung, wann ich jetzt das nächste Video raushauen werde und ich kann mir erstmal vorstellen, dass auf jeden Fall dann wieder ein Garagenvideo wird. Und dass ich dann an der VN 1500 quasi schraube. Weil jetzt, ich glaube, heute war wirklich der einzige Tag, wo man ein bisschen sowas, also ein bisschen Sonne rauskommt und wo es ein bisschen wärmer war. Anfang der Woche oder Sonntag hatten wir sogar noch ein bisschen Schnee hier in Rheinberg und Umgebung, aber auch nur über Nacht. Ja, dann überlege ich mir mal was irgendwie als kleines Präsent, als Dankeschön, sag ich mal, für die ersten 100 Abonnenten, dass ich dann für den einen oder dass ich für einen dann irgendwie was als Verlosung vielleicht raus bekomme. Ich habe auch sogar schon eine Idee, aber das mache ich dann extra. Und ja, schauen wir mal, was dann kommt. Ich hoffe natürlich, wir haben zusammen ein super gutes Jahr. Und dass wir, also jetzt habe ich auch Bock darauf, mit dem Kanal weiter zu wachsen. So langsam bin ich da so ein bisschen drin in dem Move, sag ich mal. Ich habe ja auch schon einige Videos gemacht. Und
ich freue mich dann, wenn wir zusammen meine Shopper fertig haben und dann damit auf Tour gehen können. Das wird auch noch ganz interessant werden. Ja, Leute, dann hoffe ich auf ein erfolgreiches Jahr 20... Ach so! Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. 2021. Wer von euch weiß, in welchem Jahr oder welcher Film in diesem Jahr spielt, der schon uralt ist. Und wo ich nicht hoffe, dass das eintritt. Obwohl die aktuelle Lage ja schon so ein bisschen komisch wird. Ne? So, aber Leute, ich denke mal, die jüngere Generation von euch kennt die Filme nicht. Aber mindestens die in meinem Alter sind und sowieso älter. Leute, Mad Max, der erste Teil, der spielt im Jahr 2021. Den musste ich mir letzte Tage nochmal reinziehen. Den habe ich früher so gerne geguckt. Ich stehe ja sowieso auf 80er Jahre Filme und obwohl der ist sogar noch Ende 70er, glaube ich, ne, der erste Teil. Egal. Ich hoffe nur, dass wir hier nicht so eine postapokalyptische Phase abbekommen werden. Und das war jetzt dann auch mein Abschluss. Und dann sage ich, sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bleibt alle gesund. Und macht keine Faxen. Guckt fleißig meine Videos. Lasst ein Abo da. Und immer schön liken. Und ich bin über jeden einzelnen von euch dankbar. Dann sehen wir uns ja bald wieder. Haut rein, Leute.